Ich komme von der Arbeit. Wir sind heute etwas früher los, weil wir dachten, wir müssen noch zu einer Palliativpatientin, aber die hat es dann doch geschafft. Deswegen sind wir umsonst so sehr früh losgefahren und waren so sehr früh bei den Patienten. Aber die meisten von denen sind ja doch recht früh wach, überraschenderweise. Ich hätte ja keine Lust drauf, so früh aufzustehen, aber gut für uns, weil es wäre doof, wenn die alle um 9 aufstehen würden oder so. Und wäre die Zeitspanne doch ein bisschen gering nach hinten. Ich habe auf jeden Fall, wie ihr gesehen habt, Frühstück besorgt. Und ja, dann will ich nachher mich endlich mal an meine Dekoration von meinem Terminkalender machen. Denn ich habe wieder einen Terminplaner. Also den Planer nicht immer, aber mit Einlagen. Ich lese hier gerade Prospekte, seht ihr diesen gruseligen Weihnachtsmann? Also ich liebe ihn, aber viele finden ihn gruselig. Und die Katzen springen mal in seinen Bart, weil er geht bis hier unten irgendwo. Ich mag ihn. Er ist noch mit umgezogen. Steffen gleich so, oh, du hast diesen Gruselweihnachtsmann wieder aufgehängt. Also ich finde den, der da hinten steht, dann schon ein bisschen gruseliger, weil der auch so Hände hat. Und die sehen sehr originalgetreu aus. Und der sieht so ein bisschen aus wie so ein Italiener, der so sagt, oh, bene, bene. Er macht so diese Geste. Richtig gut. Ich mag ihn gern. Er hat so eine Knollnase. Voll süß. Ja, was wollte ich noch erzählen? Weiß ich nicht. Demenz lässt grüßen. Ich glaube, es ist doch ansteckend. Ich glaube, wir sollten es mal auf Ansteckungsgefahr testen. Den habe ich aber erhöhtes Risiko. Morgen früh habe ich wieder Frühschicht. Und mal sehen, wie lange das dann geht. Ich will auf jeden Fall nochmal zu meinem Betrieb, weil ich mein Weihnachtsgeschenk nicht bekommen hatte, weil ich ganz plötzlich los bin und meine Chefin noch auf der Tanzfläche war, ich aber auch Steffen nicht draußen in der Kälte stehen lassen wollte. Ja, aber da ist ein Tannenbaumgutschein bei, wie jedes Jahr. Und der verfällt halt, wenn sie mir das Geschenk erst geben kann, wenn ich wieder da bin. Dann hätte ich zumindest gerne diesen, es gibt da so einen Code. Und ich möchte jetzt auch gerne zeitnah einen Weihnachtsbaum haben, sonst finde ich immer, es lohnt sich nicht, den zu schmücken. Wenn du den. Es gibt ja Menschen, die holen den am 21. Wie ist das bei euch so? Habt ihr gleich von Anfang an irgendwie, sobald die verkauft werden, Weihnachtsbaum oder auch erst so zum Ende hin? Also es gibt ja Leute, die holen den tatsächlich erst so am 21. Das wäre auch der 21. jetzt, ne? Ja, also so kurz vor dem 4. Advent und schmücken den dann. Die lassen den vielleicht dann ja länger stehen, keine Ahnung. Aber irgendwie. Ja. Ich habe ihn immer sehr früh, weil ich habe gerne viel davon. Und da meine Katzen, das Wasser immer rauslaufen, habe ich allerdings dann doch nicht so ganz viel davon, wie ich es mir erhoffe. Nicht Katzen? Da kann ich gar nicht gegen nachfüllen. Ich muss mir noch eine Gießkanne holen für den rein. So, die 8 haben wir hier. Jetzt hat meine Katze es auch gecheckt. Wieder Knabbertaschen. Oh Mann. Diesmal in Geflügel und Käse. Ich habe euch eigentlich erzählt, dass der 15 Euro kostet. Also dafür finde ich das schon ein bisschen mager, weil die Sachen von Winston, das sind große Tüten halt schon super billig. Ich habe einmal Kuchen angeschnitten. Das ist Mohn. So Mini-Stollen. Den haben wir auch mitgenommen. Sieht auf jeden Fall aus wie auf der Verpackung. Das kommt ja auch schon nicht oft vor. Ich habe mal den Adventskranz angemacht. Ich habe ja auch ein bisschen geputzt. Deswegen habe ich mich jetzt so lange nicht gemeldet und geschlafen habe ich auch noch mal, obwohl ich ja gestern schon um 8 im Bett war. Ich werde, glaube ich, alt. Oder ich bin überarbeitet. Du bist nur ein Jahr jünger. Du siehst alt aus. Und das ist der Burger, den wir jetzt gemacht haben. Ich fand diese Brötchen total cool, die es bei Edeka gab. Deswegen habe ich gedacht, wir machen Burger. Und dann gibt es natürlich die vegetarischen Patties von Lidl. Der Jute Lidl. Zack, fertig.
im Schlafzimmer mache ich die ganze Zeit das Fenster auf und die Luft ist so geil. Oh. Ich liebe frische Luft. Also so im Haus, draußen ist mir meistens so heftig. Dann werde ich oft krank. Aber hier, oh, ist das wunderbar. So kann man gut schlafen. Ich hau mich jetzt mal aufs Ohr. Ich glaube, heute habe ich nicht so viel Material. Aber da wir uns jetzt ja jeden Tag sehen, ist es ja nicht so schlimm. Da ist nun mal so, dass mal mehr los ist und mal weniger. Und da ich so müde war und die ganze Zeit geschlafen habe, ging natürlich auch nicht so viel ab. Außer putzen. Und ich glaube nicht, dass das so interessant für euch ist. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich erzählt habe, was nächste Woche ansteht. Morgen ist ja Montag. So Montag, Dienstag weiß ich erstmal nicht. Ich muss auf jeden Fall in meinem Betrieb. Halt wegen diesem Gutschein fragen, ob ich da irgendwie rankommen kann. Und ich muss meine Stundenzettel da auch abgeben. Ich muss meine Bewertung da abgeben. Ich muss meine Bewertung im Externat abgeben. Dann Mittwoch muss ich zum Arzt, zur Blutentnahme, halt wegen diesen Schilddrüsenwerten, weil ich ja so aufgedunsen bin. Und ob es daran liegt oder dann halt Wassereinlagerung. Donnerstag ist Schule, da muss ich so ein Referat halten über stressbewältigende Tätigkeiten so und ich habe Origami. Ja, ich bin nicht gerade die Beste in Stressbewältigung, deswegen ist das eigentlich nicht mein Thema. Und Stressbewältigung, Freitag, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, ja, auf Freitag muss ich mich überraschen lassen. Freitag ist mein letzter Externatstag. Wie das da mit den Stundenzetteln ist, ob ich dann ganz nach ganz zum Hauptstandpunkt fahren muss oder ob die das mir auch in meinem Standort ausfüllen dürfen. Und Samstag ist dann endlich Weihnachtsmarkt im Klimansland. Ich freue mich total drauf. Das war letztes Jahr richtig gut. Ich hoffe, das Wetter macht damit, weil heute war das Wetter ja zum Beispiel richtig kacke. So, I hope it will doing well. Ja. Und Sonntag ist dann chillen, wie angesagt. Dann ist auch schon der 15. Krass, oder? Dann ist schon die Hälfte des Monats wieder rum. Und dann klingelt schon das neue Jahr. Seid ihr bereit? Ich bin voll bereit. Dieses Jahr war so ätzend. Ich hoffe einfach so, dass es gut wird. Lassen wir uns überraschen. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr eins der letzten Videos verpasst habt, verlinke ich euch mal die Playlist vom Vlogmas. Und dann seid morgen gerne wieder mit dabei. Bye!